Erzählt mir von Jakan. Er ist ein Dieb. Aber nicht irgendeiner, sondern der Beste, den es gibt. Er wäre eine große Hilfe bei dem Beutezug, den ich geplant habe. Das Problem ist nur, dass er Bosek bestohlen hat. Keiner bestiehlt Bosek. Also wurde er ins Grab unter Boseks Palast geworfen. Ich werde nach Jakan suchen. Wie komme ich an ihn heran? Es gibt einen Eingang vom Flussufer aus, unterhalb des Palasts. Achtet auf Fallen und die anderen Gefangenen. Da unten ist jeder ein Mörder. Das ist der schlimmste Abschaum der ganzen Insel. Das ist das Grab. Man kann jederzeit wieder gehen, sofern man es lebend dort rausschafft. Wer hat denn das Sagen auf Strossenkai? Bosek der Blutige. Oder Oberhaupt Bosek, wie er sich heutzutage nennt. Er hat vor Jahren den Palast übernommen. Er hat den alten Herrscher einfach umgebracht und seinen Platz eingenommen. Stellt sich ihm irgendwer entgegen? Seine Schläger, die Blutfäuste, sorgen für Ordnung in Hundings Hafen. Bosek will man nicht in die Quere kommen. Ach, jetzt redet ihr noch weiter. Stellt sich ihm irgendwer entgegen? Kapitän Helani. Aber sie ist noch schlimmer als Bosek. Ihre Seedrachen haben das Sagen in Heilighafen südlich von hier. Die größte Mörderbande auf allen Meeren. Bosek und Helane dulden einander. Keiner von beiden ist bereit für einen Krieg. Noch nicht. So, lass mal Thema wechseln, du. Wo kriege ich denn hier was zu trinken? Die kreischende Meerjungfrau ist gleich die Straße hoch. Und da gibt es immer guten Rum. Haltet nur eure Geldbörse gut fest. Sonst seid ihr am Ende des Tages bettelarm. Wieso nennt jemand das Ding kreischende Meerjungfrau? Ich weiß es nicht. Auf Boseks Schläger, die Blutfäuste. Kommt ihr einem in die Quere, kommt ihr allen in die Quere. Und dann spießt Bosek euren Kopf schneller auf einen Pfahl, als ihr bitte spießt meinen Kopf nicht auf einen Pfahl sagen könnt. Und wenn ihr nach Heilighafen kommt, dann weiden euch die Seedrachen aus. Achso, die Frage war, auf was ich aufpassen soll, ne? Ne. Wo ist denn der Rest eurer Mannschaft? Diese Verräter sind desertiert. Wisst ihr, an den Galeonen der Bretonen kann man sich ein Vermögen verdienen. Die Sache ist nur die, dass König Faharajat uns dazu aufgerufen hat, die Überfälle auf die Bretonen einzustellen, weil wir jetzt ja alle zum Dolchsturzbündnis gehören. Als loyale Rotwardonin habe ich ihm natürlich gehorcht. Wer ist denn König Faharajat? Herrscher der Rotwardonen. Jetzt König untergleichen im Dolchsturzbündnis. König Faharajat hätte uns die Schiffe unserer Feinde und nicht unserer Verbündeten überfallen lassen. Darin liegt Weisheit. Hat eure Mannschaft widersprochen? Wenn eine andere Meinung auch einen Mordanschlag mit einschließt, dann könnte man das wohl so ausdrücken. Ein Haufen verdammter Meuterer. Lambur, ich und ein paar andere haben sie vom Schiff gejagt, aber es hat eben die Runde gemacht. Niemand hier will mit einem Kapitän in See stechen, der keine Bretonen überfallen will. Verstehe, lebt wohl. Na gut, so haben wir jetzt geredet mit ihr. Boah, dieses Reden, also das ist ja echt, zum Glück ist das nicht übertrieben oder so. Ist ja schlimm. So, und was mache ich jetzt? Betrete das Grab. Ach, da vorne. Irgendwie. Katze? 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 Welche Katze? Ach Mensch, ihr Versteck. Ich geh mal rein. Warum nicht? Ne? Hallöchen? Fässer durchsuchen, Lea. Na toll. Ich wollte eigentlich mit dem sprechen. Halt, durchsuchen. Ach, braunes Malz. Für Getränke, okay. Faszinierend. Das ist ja toll. Hey, Rucksack. Schornhelmkörner. Auch für Getränke. Was man hier so alles findet. Ist bestimmt total wertvoll. Ich kenne mich ja so aus hier in dem Spiel. Maisbrei. Auch für Getränke. Was bist du? Du bist doch so ein... Ratte. Huch. Lecker. Ein Köder zum Fischen? Ratteninnereien? Okay. Kiste. Natürliches Wasser. Benötigt Lösungsmittel Kenntnis 1. Achso, für Tränke der Stufe 3. Okay. Faszinierend. Noch mehr Kisten. Alter, ich durchsuche da jetzt nicht alle Kisten, oder? Achso, die zählen als eine. Okay. Hier ist dann auch noch eine. Schornhelmkörner.
bleibe hier und warte. Ich habe übrigens mal die Umgebungseffekte leiser gemacht, damit man mich besser hört. Das war ja letztens in der letzten Folge noch nicht so gut angepasst. Das weiß man ja vorher auch nicht. Da muss man ja auch erstmal spielen. Das ist das Problem. Naja. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Was willst du denn da? Ach, du bist so ein... Kagra zum Interagieren? Ach, du bist auch ein Spieler. Ach so. Huch. Was? Wollte ich gar nicht. Nein. Schließen. Ich wollte ihn gar nicht melden. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht aus Versehen gemeldet. Habe ich mich verdrückt. Naja. Ich wollte eigentlich wieder raus. Irgendwie hat das nicht geklappt. Was ist da denn? Huch, Bratfett. Na toll. Ach, noch eine Kiste. Schornhelmkörner, juhu. Und, noch eine Kiste. Braunes Malz. Und natürliches Wasser. Ich finde voll die tollen Sachen. Obst und Gemüse. Maisbrei. Weißt du, findest du Obst und Gemüse und was ist drin? Maisbrei. Oh, Weintrauben. Boah, Weintrauben. Boah, jetzt habe ich aber... Also jetzt, huch, wollte ich gar nicht. Weintrauben. Ich hab satt rumzusitzen, Millerie. Ratte. Innereien. Boah. Geil. Ich finde hier voll die guten Sachen, ja. Was ist das denn hier? Was ist das? Hier. Falsches Erdzeitalter. Echt mal. Naja. Dinosaurier sind doch schon ausgestorben, habe ich gehört. Was ist das? Das scheint ein anderer Spieler zu sein. Betretet das Grab tiefer. Gibt es hier überhaupt noch irgendwo Quests? Ich gucke mal. Zeigt er mir irgendwas an? Nee, ne? Nur betrete das Grab. Irgendwie wiederholt sich hier die Textur ein bisschen. Aber gut. Sieht man überhaupt nicht. Vor allem aus der Ferne sieht man es total eigentlich. Das ist jetzt nicht so toll. Naja. Du sagst auch nichts. Mit dir kann ich auch nicht reden. Mann. Ich guck mal auf die Karte. Warte mal. Zeig's mir nicht mehr an hier. Wegschreien. Okay. Das ist jetzt die Stadt. Okay, hier gibt's aber auch nur das Grab und sonst erstmal nichts. Verstehe. Und jetzt kann ich nochmal raus und jetzt... Ach, wo bin ich denn jetzt hier? Rift? Ach, das ist so ein Spiel. Ostmarsch? Ostmarsch vor allem. Ostmarsch. Marsch. Ostmarsch. Verdammt. Ist doch nicht so schwer, das auszusprechen. Also wirklich Schattenfan? Grünschatten? Gratwald? Wo bin ich denn hier? Was ist das? Hier bin ich, glaube ich. Ah. Faszinierend. Okay. Ja, das scheinen anscheinend die ganzen Hochgebiete zu sein. Ach, da ist Kalthafen. Ach Mensch, hör auf. Na, sowas. Okay. Die Karte von Kyrodiil zeigt die Hauptschauplätze zusammen mit den Transitusverbindungen zwischen ihnen an. Zudem werden alle Orte angezeigt, die ihr bereits entdeckt habt. Was, wenn ihr mit der Maus über eine Burg fahrt, erhaltet ihr detaillierte Informationen über sie? Wenn eine Burg oder ein Betrieb angegriffen wird, könnt ihr dies an ihrer leuchtenden Umrandung erkennen. Die Anzeige von besonderen Orten, die der Reichweite von Feldlagern kann in den Kartenoptionen ein- und ausgeschaltet werden. Faszinierend. Keine Ahnung, was das ist. Anscheinend PvP-Gebiet. Na gut. Ich wollte jetzt... Achso, hier Glenumbra ist das. Und ich bin anscheinend jetzt hier, oder was? Nee. Wo bin ich jetzt? Nochmal. Jetzt guck ich nochmal. Ich bin auf so einer Insel. Die muss doch hier auch irgendwo... Das ist doch nicht hier... Ich bin doch auf so einer Insel. Wo ist denn diese Insel hier? Die ist doch nicht nirgendwo eingezeichnet. Wieso ist die Insel nirgendwo eingezeichnet? Hä? Willst du mich veräppeln? Verstehe ich jetzt nicht. Nee, das ist doch jetzt nicht... Hier bin ich doch jetzt nicht, ne? Nee. Komisch. Ich verstehe es nicht. Ich laufe jetzt erstmal weiter ins Grab. Ja, hoch, was ist das denn hier? Oh, warte. Ich konnte doch gerade irgendwas... Halt, jetzt hier, untersuchen. Boseks Strafen. Bosek bestehlen, Enthauptung. Boseks Mädchen anfassen, Kastration. Bosek beleidigen, 20 Peitschenhiebe. Steuerhinterziehung, im Käfig zu Wasser lassen. Töten einer Faust.
Das Grab. Eine Faust bestehlen. Abhacken der Hände. Verrat an die Marine. Herausschneiden der Zunge. Verrat an Helane. Kiel holen. Okay. Offensichtlich sehr humane Strafen, ne? Und sehr gerecht. Wie man sieht. Ne? Muss ich ja sagen. Also das sieht man ja. Oh, es wird Nacht, glaube ich. Huch, und hier irgendwie flackert das total, dieses Gras. Das sieht nicht so toll aus. Aber das hier sieht schon besser aus. Komm ich hier? Da komme ich hoch, ne? Ja. Huch, warte mal. Ich zeig das mal ganz kurz mit... So. Mit ohne Interface. Also muss ich ja sagen, ist schon ganz schön. Huch, na hier die Palme, naja, gut. Na, aber da kannst du nicht meckern. Ja, so. Okay. Kann ja jemand pausieren und dann... Ach nee, geht ja nicht, bei YouTube ist dann die Qualität so scheiße. Stimmt, ja. Und dann wollte ich gerade sagen, kann jemand pausieren und dann einen Screenshot machen für einen Desktop-Hintergrund. Ich muss mal gucken, ich kann ja ein paar hochladen. Theoretisch. So, jetzt aber erstmal hier, wo soll ich jetzt hin? Jetzt schwimme ich hier einfach durchs Wasser. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Irgendwo hier vorne soll ich hin, ne? Aber komme ich denn da... Hier komm ich da rein? Ist der Eingang hier? Ich weiß es nicht so ganz. Es sieht so aus. Das sieht sogar wirklich richtig aus. Na sowas. Wundert mich schon fast selber. Mein armer Yakam. Ich möchte gar nicht daran denken, was sie ihm da unten antun. Er ist ein Prinz. Er gehört nicht ins Grab. Warum nennt man es das Grab? Es ist unter dem Palast. Und wer dort hineingeworfen wird, der stirbt auch dort. Yakam sagte, die Wachen wären schon brutal. Aber die anderen Gefangenen sind sogar noch schlimmer. Kann er nicht flüchten? Fallen, Wachen und andere Gefangene hindern ihn daran. Yakam sagte, es gäbe reihenweise Fallen. Und jeder da unten, außer Yakam, ist ein brutaler Mörder. Niemand ist jemals rausgekommen, mein armer Yakam. Ihr sagte, dass Yakam ein Prinz ist? Ja, aus Westmüh. Wie gern ich mit ihm dorthin reisen würde. Er hat es mir als hell, schön und voller Leben beschrieben. Macht ihr euch keine Sorgen, euer Kleid zu ruinieren? Was für eine Frage ist das denn? Meine große Liebe wurde zum Sterben in eine finstere Grube geworfen. Wenn ich denken würde, ich käme irgendwie an diesen Fallen vorbei, würde ich ihm nachgehen. Ich kann mir immer noch ein neues Kleid kaufen. Lebt wohl. Alter, welcher Entwickler hat sich auch diese Frage ausgedacht? Echt mal. Kleid hier im Wasser? Wird aber auch... Nö, sieht man gar nicht, dass es im Wasser ist, tatsächlich. Doch, ein bisschen. Da wird auch nicht nass, oder? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal rein. Ne? Was interessieren mich schon die Kleider anderer Leute, ne? Echt mal. So, hier leuchtet's. Oh, das ist aber auch schön hier. Und 24 FPS. Na toll. Hehehe. Ich glaube, hier ist eine Falle. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Huch, was bist du? Ein anderer Spieler. Na sowas. Eine Ratte. Weg mit dir. Hey, guck mal. Innerein. Juhu, ein Köder. Zum Fischen. Ohne Feuerstelle. Versorgen. Um Vorräte herzustellen, müsst ihr zunächst die Kategorie Kochen oder Brauen oben rechts im Versorgermenü auswählen. Dann wird eine Liste von Rezepten, die euer Charakter gelernt hat, erscheinen und alle Zutaten angezeigt, die dafür benötigt werden. Irgendwie ist der Satz falsch. Erstmal fehlen Kommas oder Kommata und zweitens, naja. Rechtsklickt einen Gegenstand in eurem Inventar und wählt Benutzen aus, um das Rezept zu erlernen. Jetzt fehlt da auch noch ein Punkt. Was ist denn los mit der Übersetzung? Wenn ihr genug Zutaten für das gewünschte Rezept habt, könnt ihr es mit R herstellen. Nee, könnt ihr es mit R herzustellen. Ah ja. Drückt F1, um mehr zu erfahren. Faszinierend. Ihr kennt keine Rezepte, die euren Kriterien entsprechen. Ja, wow. Ich kenne überhaupt keine Rezepte. Das ist ja schön. Ja, das freut mich jetzt aber. Was ist denn hier noch alles? Nichts. Und hier? Da liegt ein Korb mit Äpfeln rum, oder? Was ist denn das? Das sind Äpfel, ne? Ja, das sind Äpfel mit einer schlechten Textur, aber es sind Äpfel. Das ist eine 2D-Textur, oder? Ja, naja, gut. So, ja, Mensch, Hallöchen. Du Ratte.
Komm, gib mir Innereien. Die sind bestimmt total wichtig. Könnte ich mir bestimmt vorstellen. Huch, ach, die ist schon tot, die Ratte. Die kann ich natürlich nicht plündern. Da geht das nicht. Noch eine Ratte? Ach, die ist auch schon tot. Ach, noch nicht? Jetzt aber. Innereien, juhu. Ist vielleicht nicht so sinnvoll, das mitzunehmen. Oh, ein Sack. Schornhelmkörner. Noch ein Sack. Weintrauben. Noch ein Sack leer, na toll. Hey, noch ein Sack. Noch mehr Weintrauben. Noch ein Sack. Schornhelmkörner. Noch ein Sack. Oh, Fleisch. 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 Kapunfleisch. Schornhelmkörner. Leiter. Ihr könnt diese Tür von dieser Seite aus nicht öffnen. Ah ja, verstehe. Faszinierend. Gut, dann muss ich einen anderen Weg finden. Dieser Weg, er ist nicht der richtige. Aber welcher ist es dann? Hier komme ich doch durch. Ja, da laufe ich einfach durchs Feuer. Natürlich, warum auch nicht, ne? Warum sollte ich das nicht tun? Was bist du? Ach, nix. Okay. Hier ist bestimmt auch sehr gesund, darüber zu laufen, wie man sieht. Ja, 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 kann ich mir schon vorstellen. Oh, jetzt leckt das auch noch. Das gibt's ja nicht. Macht doch mal euren Angriff hier. Ja, na, das klappt ja richtig gut. Ihr wurdet besiegt. Ja, hier, keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal ein Stückchen weg, aber what the fuck? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich entweder meist falsch oder die sind einfach zu gut für mich. Hallo, ich drücke doch eins. Wieso geht denn das nicht? Ab jetzt erst. Na, durchsuchen mit einem Kampf ist... Okay, jetzt klappt's. Ich weiß nicht warum. Mach doch mal bitte... Ach, vielleicht, weil mir jetzt jemand geholfen hat. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. Aber was bin ich denn eigentlich? Warte mal. Attributs... Ja, ja, okay. Ich bin... Welche Stufe bin ich? Stufe 3. Ja, müsste eigentlich gehen. Ich mache mal ein bisschen Leben. So. Ja. Punkte einsetzen. Und wo war ich nochmal? Ach, hier Fähigkeiten, genau. Einhüllen oder was haben wir noch? Ach, dunkle Magie wollte ich, ne? Genau. So. Einhüllen. Macht Feinde bewegungsunfähig freischalten. Was macht das hier eigentlich? Verursacht Schaden. Beschwört einen Begleiter. Okay. Okay. Mhm, verringert Magika um 10%. Sturmrufen macht 11 Schockschaden. Okay, plus 40 Schockschaden. Wenn das Leben eures Ziels innerhalb von 4 Sekunden oder 20% fällt. Ach du Scheiße, ist ja total kompliziert. Naja, gut. Okay, schließen. Warum kann ich das mit Alt schließen, wenn ich sowieso Esc benutzen kann, also Escape? Ach, hier kann ich sogar dran vorbei, wie praktisch. Kann ich das nicht einfach... Nee, es bringt nichts. Okay, ich dachte, vielleicht geht das. Keine Ahnung. Sah so aus. Aber gut. So, wo muss ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. So, da ist er tot. Ach, ich kann auch durchsuchen. Ein Gold, wow. Hey, das ist natürlich sehr viel. Das bringt ja nichts. Vielleicht mache ich mal die 1. Oder auch nicht. Gut. Ich hoffe, ich klaue dem anderen das nicht, wenn ich das jetzt durchsuche, aber eigentlich ja nicht. Hm. Mir fehlt so ein bisschen der Zauberbalken. Ich denke mal, der setzt das gar nicht ein. Naja. So, warte, was habe ich jetzt gefunden? Halt, habe ich überhaupt irgendwas? Schnellzugriff. Schnellzugriffsgegenstand gefunden. Okay, 8 Tränke. Blablabla. Drückt und haltet Q, bewegt die Maus. Okay. Blablabla. Erschließen. Okay. Neuer Gegenstand. Bratfett, Maisbrei, Schot, weggeworfenes
Eisenschild, kann ich den nicht eigentlich... Ach nee, kann ich ja nicht. Ist ja blöd. Okay, Waffen? Nee. Rüstung? Habe ich... Eisenbrustschwert. Ja, wenn ich jetzt, ne? Aber ich bin ja Zauberer. Verdammt. Verschiedenes. Verschiedenes. Innereien und kleiner Imgar-Kim. Benutzen. Ne, keine Ahnung. So. Na gut. Ich hätte auch gerne mal Rüstung oder sowas. Irgendwie laufe ich hier richtig? Keine Ahnung. Wo bin ich denn jetzt? Und wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier muss ich offensichtlich hin. Gut. Was ist das denn da? Keine Ahnung. Huch, eine Kiste. Mit Weintrauben. Natürlich. Warum stehen hier überall Kisten mit Weintrauben rum? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Hey da, ihr seid keine Wache. Ihr müsst mir helfen.